Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf Adelpha mit Cutter Slate in Outcast. Wir sind jetzt in der Region Shamasar angekommen und jetzt beginnt das Abenteuer erst so richtig. Das letzte Mal sind wir ja durch dieses Daoka da unten im Wasser gereist. Aus der Ransar-Region sind wir gekommen, wo wir so ein bisschen unser erstes kleines Training absolviert haben. So mehr schlecht als recht, aber egal. Und ja, ich habe kurz noch anmerken wollen, dass ich noch ein paar Kleinigkeiten geändert habe. Und zwar erstens habe ich die Untertitel ausgeschaltet, weil die mich einfach zu sehr gestört haben. Diese riesigen Textboxen, das nimmt uns ein bisschen die Dynamik, finde ich, von diesen Unterhaltungen. Außerdem habe ich gesehen, dass... Hallo? Was ist mit dir? Ich erkläre da was gerade. Das, liebe Leute, ist ein Twon Ha, ein Reittier und ja, werden wir später wahrscheinlich noch einiges dazu hören. Die sind aber, glaube ich, friedlich. Ja. Wo war ich gerade? Ah ja, genau. Die Untertitel habe ich ausgeschaltet. Außerdem habe ich gesehen bei der Nachsicht oder bei der Nachschau der letzten Folge, dass sich die Windows-Taskleiste immer irgendwie so ein bisschen, die ist immer so ein bisschen reingeploppt, alle paar Sätze bei so Unterhaltungen. Das hat mich ziemlich gestört. Ich habe die jetzt minimiert. Das liegt wohl daran, dass diese Version, Outcast Version 1.1, irgendwie so ein bisschen eine zusammengehackte Version ist, die man viele Jahre nach dem Original-Release des Spiels gemacht hat, um das Spiel dann auch wieder bei GOG und so weiter gut verkaufen zu können. Und damit es eben auf den modernen Systemen läuft, nur gibt es da wohl die eine oder andere Inkompatibilität. Ja, und das Dritte, was ich gemacht habe, genau ist, ich habe die Steuerung ein bisschen umkonfiguriert, damit ich auch wirklich jetzt weiß, wie man die Sachen benutzt und was man alles tun kann. Und das hätte ich eigentlich nur natürlich für die erste Folge machen sollen, aber ich liefere das eben jetzt nach. Und ich wollte euch das gleich zeigen. Und zwar können wir das EVD, dieses Ding, das wir das letzte Mal bekommen haben, jetzt auch benutzen. Damit können wir dann in die Ferne schauen sozusagen. Und es gibt außerdem einen Röntgenmodus, ganz praktisch. Da können wir durch die Welt durchschauen. Das sind zum Beispiel jetzt schon die bösen Krieger von Feran, die hier patrouillieren. Wir können auch sogar auf die Personen auflocken und dann folgt das Gesichtsfeld genau diesem Charakter, ganz praktisch vielleicht. So, ja, und den Rest werden wir dann im Laufe des Spiels einfach wieder dazulernen. So, und das ist jetzt der Kerl, der schon mit uns reden wollte, als wir aus dem Daoka rausgekommen sind. Wir sprechen ihn mal an. Sei gegrüßt. Ah, ich sehe, es geht dir besser, Ulukai. Das kann man wohl sagen. Dann willst du sicher zu Shamas Zepp und dich in den Regionen auf die Suche nach den Mons begeben. Du solltest jedoch wissen, dass die Krieger in allen Regionen nach dir Ausschau halten. Ich schlage vor, du bleibst hier in Shamasar, bis du dich sicher genug fühlst, in die anderen Regionen zu reisen. Dir ist natürlich freigestellt, dorthin zu gehen, wann immer du willst. Danke für den Hinweis. Es ist mir eine Ehre, dir zu helfen, Ulukai. Aber da ist noch etwas. Einige Daokas führen direkt in die Lager der Krieger. Es wäre also klug, nur die Daokas zu benutzen, von denen du weißt, dass sie an weniger gefährliche Orte führen. Ich werde dran denken. Dann will ich dich nicht länger aufhalten, Ulukai. Shamas Zepp wartet im Dorf westlich von hier auf dich. Wenn du willst, bringe ich dich dorthin. Ja klar, wir folgen dir. Willst du mich hinführen? Ja, wenn du es möchtest. Sicher, ein wenig Gesellschaft kann nie schaden. Ich werde dir unterwegs einiges zeigen. Bitte folge mir, Ulukai. Ja, na? Gut, der bringt uns dann jetzt gleich zu Shamas Zepp. Aber ich glaube, der heißt Shamas Cap eigentlich. Komisch irgendwie. Und... Oh, da gibt es schon irgendein wildes Getier. Da, oh, schwache Energiequelle. Das sind diese... Das ist schon ein ziemlich heftiger Krieger. Oh, wo bist du? Ja... Ich komme eh nach. Ich komme schon. Genau. Er hat uns gerade gesagt, wir müssen aufpassen, durch welche Daokas wir da durchgehen. Ich hoffe mal, die sind irgendwie beschriftet oder so. Nicht, dass wir da irrtümlich in die Höhle des Löwen reisen. Ja, da sind noch mehr Spinnen. Ja, und wir bewegen uns hier nach Westen, wie sie gesagt haben. Shamas Cap und die Stadt ist quasi im Westen.
Ja, da haben wir wieder mehr Krieger da oben. Ein Lager. Mal. Ah, und da vorne sehen wir schon die Reisbauern. Also Reis... Irgendwas bauen die da an, was so ähnlich wie auf einem Reisfeld wächst. Und damit werden die Krieger von Kroaks Armee ernährt, glaube ich. Von hier liegt der Fee-Tempel, wo viele von Kroaks Kriegern stationiert sind. Es ist besser, ihn zu meiden, Ulukai. Ah, scheint ein guter Rat zu sein. Der Fee-Tempel ist einer der vier Tempel in dieser Region. Die anderen drei sind kleiner und befinden sich nordöstlich von ihm. Wir müssen jetzt weiter. Okay. Ja, da sieht man schon die zwei Daokas und die Flamme da oben. Fee heißt übrigens Feuer, glaube ich. Denn es gibt vier, wie heißt das, Phantasmas in Outcast, also in Adelpha. Vier so Essenzen. Feuer, Wasser, Erde, Luft eben. Das Fee-Phantasma ist eben das der Krieger. Die Kriegsessenz sozusagen. So, wir folgen dem. Ja, ja, ich komme schon. Keine Sorge. Wir sind da, Ulukai. Das Dorf liegt gleich westlich von hier. Ich hoffe, Shamaszep kann dir weiterhelfen. Das hoffe ich auch, mein Freund. Danke für deine Führung. Es war mir eine Ehre, Ulukai. Warte, ich will dir noch etwas sagen, bevor ich gehe. Dann leg los. Fast alle Regionen auf Adelpha beliefern Ferans Krieger. Du solltest versuchen, diese Lieferungen zu stoppen, wenn du kannst. Ich bin sicher, dass du die Krieger auf diese Weise nach und nach schwächen kannst. Ich werde es versuchen, danke. Mögen die Jods mit dir sein, Ulukai. Alles klar, also die Lieferungen an die Krieger können wir sabotieren. Da gibt's leckeres Metall. Schwache Energiequelle geortet. Energiequelle? Ah ja. Da sitzen schon wieder so Wachen. Schauen wir uns die mal kurz an. Mal schauen, ob ich das bedienen kann. Ah ja. Diese komischen Dinge, die da halten, das sind ihre Waffen. Das sind Fernwaffen, auch wenn die nicht so aussehen. Und der hat da gerade irgendwas entdeckt. No? Okay. Gut. Moment, da ist ein Daoka. Oh, wer bist du? Wer bist du? Oh, du bist ja schon der Shamas. Zumindest schaust du aus wie jemand, der Shamas heißen würde. Shamas, komm, hallo. Shamas Kep, sag ich doch. Kep heißt der, nicht Shamas Zep. Naja. Ich habe eine Frage. Hallo. Oh, die Jods haben dich aus deinem Schlaf erweckt. Das freut mich. Danke. Aber jetzt zu diesem Mon. Auf diesen Mond habe ich schon gewartet, seit ich ein kleiner Talaner war. Endlich den Ulukai zu treffen. Sehr schön. Aber das Mon. Oh ja, ja, das Mon. Ich fürchte, ich muss dir etwas gestehen. Das bedeutet schlechte Neuigkeit, nicht wahr? Ja, Ulukai. Ich habe das Mon gegessen. Nicht, wo das Mon ist. Bitte verzeih mir, okay. Aber mein Vorgänger wurde umgekehrt, bevor er mich über das Geheimnis des Mons aufklären konnte. Schon gut. So wie dieser Tag heute angefangen hat, war auch nichts anderes zu erwarten. Warte. Ein Talaner namens Narn hat in den vergangenen Monden ebenfalls nach dem Mon gesucht. Sein Freund wurde von Kroax umgekehrt. Da er die Geschichten glaubt, dass das Mon eine mächtige Waffe der Jods sei, versucht er es zu finden. Mit Erfolg. Auch da versage ich, Ulukai. Ich weiß es nicht, denn ich habe ihn seit dem letzten Mond nicht mehr gesehen. Aber ich muss ihn finden und das Feuer in seinem Phantasma löschen, bevor er Kroax umkehrt. Hört sich aber an, als könnte Kroax ruhig umgekehrt werden. Nein, nein, Ulukai. Das Phantasma leidet, wenn ein Talaner einen anderen Talaner umkehrt. Also Narn heißt der, okay. Der weiß ein bisschen was. Fragen wir ihn mal nochmal nach dem Narn. Weißt du, wo Narn ist? Ich wünschte, ich wüsste, wo Narn ist. Aber ich habe ihn seit seinem letzten Besuch nicht mehr gesehen. Sein Bruder Ilot arbeitet auf den Risi-Feldern weit nördlich des Dorfes. Ilot. Hast du schon mit ihm gesprochen? Er ist der Talaner, den du fragen solltest. Okay, Ilot. Narn und Ilot. Ich glaube fast, ich muss mir das aufschreiben, Leute. Ich glaube, das muss ich mir aufschreiben. Wir werden mal kurz was überprüfen. Moment. Ich schaue mal kurz da. Da gibt es nämlich so eine Art
Questlog, also nicht wirklich ein Questlog, aber so eine Aufgabenliste. Ja, gut, es steht eh da. Wir müssen mit Shamas Zepp, da steht schon wieder Shamas Zepp. Also sie sind sich selber nicht ganz sicher, ob der jetzt Zepp oder Cap heißt, aber das ist ja okay. Wir müssen das Mon finden, wir müssen Nahn finden und aufhalten. Der könnte etwas über das Mon wissen und mit Nahns Bruder Ilot sprechen. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge wahrscheinlich. Gut, dann erzähl du uns nochmal was über die Mons, hm? Kannst du mir irgendetwas über den Verbleib des Mon sagen? Der Shamas, der vor mir im Dienst war, wusste es. Aber er konnte mir das Geheimnis des Mons nicht mehr verraten. Koax kehrte ihn um, weil er den Wächtern geholfen hat. Nahn glaubt es zu kennen und Salinas erzählt eine plausible Geschichte darüber, wo es zu finden sein könnte. Salinas, mhm. Den kennen wir aber auch noch nicht. Aber was ist eigentlich mit diesem Umkehren? Ich möchte noch mehr über diese Umkehrung wissen. Wenn ein Talaner stirbt, nennen wir das Umkehrung. Sein Phantasma wird dem Jod zurückgegeben, der es ihm einst geschenkt hat. Und wie? Zum Beispiel wird ein Fee-Talaner durch das Feuer umgekehrt. Dadurch wird sein Phantasma dem Jod-Fee zurückgegeben. Ihr verbrennt sie bei lebendigem Leibe? Nein. Wenn ein Talaner friedlich stirbt, bleibt das Phantasma in seinem Körper, bis er umgekehrt wird. Die Umkehrungszeremonie ermöglicht, dass das Schicksal des Talaners erscheint. Wir nennen es Hazardes. Wow, das ist ja ein Fall für Akte X. Hazardes, was ist das? Was ist ein Hazardes? Stell dir ein Hazardes wie das Phantasma eines Talaners vor, das sich aus seinem Körper erhebt, wenn er umgekehrt wurde. Es sucht dann eine Person oder einen Ort auf, um das Schicksal des Talaners zu erfüllen. Du solltest Ceo danach fragen. Du findest ihn bei der Phantasma-Quelle im Nordosten des Fee-Tempels. Mhm, Phantasma-Quelle. Okay, es wird jetzt langsam ein bisschen heftig, finde ich. Okay. Ja, seht ihr, sowas hat man Leuten vor 20 Jahren an... man hat gedacht, das ist ja kein Problem, das ist... mit sowas können die Leute rumgehen, oder? Heute würden dir schon 10 Consultants sagen, in 27 Fokustests, dass das so einfach nicht geht. Aber wisst ihr was, wir werden es einfach genießen. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun... Erzähl mir mehr über das Phantasma. Nun ja, ich weiß nur sehr wenig darüber, aber die Grundlagen sind einfach. Es gibt 4 Phantasmen. Ka, Fee, Elue und... Ka, Fee, ja, das kenne ich auch. Das ist mit anderen Aspekten des Lebens verbunden. Du solltest Shamas Masum im Elue-Tempel nach Einzelheiten fragen. Ich habe gerade erst mit meinen Studien begonnen und ich fürchte, ich muss noch viel lernen. Aha. Ja, dieser Typ ist irgendwie nicht so wirklich hilfreich, ne? Der weiß nicht, wo das Mon ist. Er kennt sich nicht wirklich aus. Aber wir wissen jetzt, es gibt ein Kaffee-Phantasma. Vielleicht gibt es auch ein Nie, ein Co. und ein Teen-Phantasma. Phantasma. Kannst du mir etwas über Kroax sagen? Seit Feran die Herrschaft über Adelpha übernommen hat, ist er der Anführer seiner Truppen. Ich habe gehört, er soll viele Monde im Fee-Tempel verbringen, wo er zu Jod-Fee betet. Aber er wird oft an anderen Orten gesehen, wenn er im Auftrag von Feran Talana umkehrt. Wie kamen er und Feran zusammen? Als Feran mit dem Propheten Khazar stritt, sprach Kroax ihn an. Und die beiden entschieden, die Herrschaft über Adelpha zu übernehmen. Entschuldigung, da hinten hat einer ein Problem. Hinter dem Shamas Cap. Ich wollte es nicht unterbrechen. Shamas Cap, du, hinter dir, der hat, glaube ich, ein Problem. Ich glaube, gehen wir lieber mal darüber. Darüber. Ah ja. Ja, das ist halt natürlich die Gefahr. Ne? Wenn du so ein Spiel machst, wo alle sich frei bewegen können, da gibt es immer wieder Situationen. Da haben sie halt bei modernen Spielen gelernt, ja, wir stellen einfach alle mehr oder weniger in dieselben 4 Quadratmeter. Zweimal am Tag dürfen sie auch in andere 4 Quadratmeter gehen und das ist es dann mit der Welt. Aber ich finde, mir gefällt das so eigentlich besser. So, ja, ich glaube, hier können wir weiterhin. Ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Keine Ahnung, ob wir den nehmen dürfen. Ich gehe mal... Aha, okay, man kann ihn nehmen. Ich hoffe, das war jetzt nichts Böses. Ja, über den Feran weiß er ja vielleicht noch was. Entschuldigung, Kumpel. Kannst du mir etwas über Feran sagen? Ich kann dir ansonsten nur wenig sagen, Ulukai. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Shamas Masum könnte dir behilflich sein. Er ist älter als ich.
Normalerweise trifft man ihn im Elue-Tempel, weit nördlich des Fee-Tempels an. Elue, okay. Fee-Tempel. Was kannst du mir über den Fee-Tempel sagen? Der Fee-Tempel war früher genauso wie die anderen drei Phantasma-Tempel nördlich davon. Aber als Feran an die Macht kam, sagte er, der Tempel müsse seine Macht widerspiegeln. Also hat er ihn ausgebaut. Ja, er ist jetzt größer als die anderen Tempel. Koax besitzt im Innern des Tempels zwei Daokas. Sie führen in die Kriegerlager in den Regionen Okasankar und Motasa. Du solltest besser nicht dorthin durchgehen, bis du dich vergewissert hast, dass es sicher ist, Ulukai. Auf der anderen Seite erwarten dich die Krieger. Danke für den Hinweis. Koax wird oft beim Fee-Tempel gesehen, wenn er seinen Kriegern Anweisungen gibt. Wenn das Mon dort versteckt ist, wird es nicht einfach werden, es zu finden. Sprich mit Salinas. Normalerweise hält er sich hier im Dorf auf. Okay. Dann fragen wir ihn noch über Jod. Vielleicht weiß er da wenigstens was Konkretes. Erzähl mir etwas über diese Jods. Die Jods sind die Schöpfer aller Phantasmen, Ulukai. Sie kontrollieren alle unsere Leben und unsere Schicksale. Um jeden einzelnen von ihnen zu ehren, haben wir im Norden 4 Tempel errichtet. Okay. Über mein Ansehen brauche ich, glaube ich, noch nicht fragen. Wir haben ja noch nichts gemacht eigentlich. Aber jetzt schauen wir nochmal da in diese... immer klicke ich auf das Falsche. Auf diese Liste da. Auch falsch. Nein. Nein, das ist... genau, das ist sozusagen eben diese Questlog. Und die ist aber pro Region spezifisch. Es gibt aber auch eine allgemeine Liste. Wir sollen mit den Fühlern sprechen, die Stammesführer überzeugen, um den Nachschub zu stoppen, ja. Und den Schamas suchen, etwas über das Mon weiß. So, aber schauen wollte ich eigentlich genauer jetzt hier nochmal. Ja, mit Salinas sprechen. Er könnte wissen, wo das Mon ist. Nur wer ist dieser Salinas? Sehen wir da noch irgendwo einen? Wer bist du da vorne? Ja, der ist mir aber zu nahe an den Wachen. Ja. Ah, der kommt jetzt her. Okay. Kommst du? Ja. Bist du Salinas? Verzeihung, Kumpel. Hallo. Sei gegrüßt, Ulukai. Ich bin froh, dich zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bin Salinas. Ah, super. Wie kann ich dir helfen? Fee-Tempel. Was kannst du mir über den Fee-Tempel berichten? Ich glaube, ich weiß, wo das Mon dort versteckt ist. Wirklich? Wo denn? Als junger Talaner wollte ich ein paar Ventilopen befreien, die hinter der Barriere nördlich des Fee-Tempels gefangen waren. Als ich eine befreite, packte sie mich und flog ein paar hundert Meter mit mir. Aua! Nein, es war herrlich. Ich hatte Angst, aber ich wusste, dass mich die Ventilope nicht verletzen würde. Als ich über den Fee-Tempel flog, sah ich auf seiner Spitze in der großen Flamme einen schwarzen Kasten. Da der Fee-Tempel stets von vielen Kriegern bewacht wurde, war ich seitdem leider nicht mehr dort. Doch ich vermute, dass das dein Mon war. Wie bist du ihren Krallen entkommen? Sie, nun ja, ließ mich einfach los. Aber das kann man ihr nicht verübeln. Es war einfach natürlich. Und diese Kreaturen? Was sind das für Kreaturen da in dem Gehege? Die? Das sind meine Freunde. Sie heißen Twonha. Was weißt du über diese Tonka? Twonha, Ulukai. Gesundheit. Nein, Twonha. Sie sind die freundlichsten Wesen auf ganz Adelpha. Ach, wirklich? Ja, ich ziehe ihre Gesellschaft der von anderen Talanern vor. Ich verstehe die Twonha auch deutlich besser. Und wozu sind sie gut? Bevor Feran hierher kam, konnten wir die Twonha in freier Wildbahn halten. Doch jetzt lässt Feran sie härter als alle Talaner arbeiten. Ich finde das sehr beunruhigend. Wenn das so ist, warum arbeitest du dann mit ihnen? Damit sich jemand in diesen Monden des Leides um sie kümmert. Sie brauchen viel Liebe und Geborgenheit. Es ist harte Arbeit für sie, das Risi zu den Arbeitern zu bringen. Du hast echt was für diese Twonha übrig, oder? Wie reitet man denn so ein Twonha? Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass es von einem Talaner geritten wird. Das ist so gemein. Stell dir einfach vor, es würde es mögen. Wie würde das gehen? Es ist wirklich leicht, weil sie so liebe, nette Kreaturen sind. Du musst dich ihm einfach von der linken Seite mit dem Gui in der Hand nähern. Dann kannst du es besteigen. Das mit dem Besteigen gefällt mir nicht.
Was? Vergiss es. Und wenn ich nicht darauf reite? Es wird sich ein Fleckchen Land suchen, um zu fressen oder ans Wasser gehen und trinken. Wenn es aber ein lautes Geräusch hört, während du nicht auf ihm reitest, wird es das Weite suchen. Verstanden. Wenn du es längere Zeit nicht wiederfindest, Ulukai, sieh einfach mal hier nach. Meistens kommen sie nach Hause. Sind sie nicht die schönsten Wesen, die du in deinem ganzen Leben je gesehen hast? Oh ja, die allerschönsten. Gui, was ist das? Erzähl mir mehr über dieses Gui. Wie du willst, Ulukai. Was willst du denn wissen? Was ist das genau? Das Gui ist ein Stück Stoff, das man in den Schweiß der Mutter taucht. Du willst mir weismachen, es ist eine Schweißmauke? Ich kenne dieses Wort nicht, Ulukai. Wenn ein Twonha den Duft riecht, wird es folgsam wie ein kleines Kind. Also ich kenne keine Kinder, die folgsam sind. Ich auch nicht. Genau das ist es, was die Twonha zu so genialen Schöpfungen der Jods macht. Ihre Einfachheit. Oh ja, ich wäre bestimmt vor Freude übergeschnappt, wenn man mir die stinkenden Socken meines Vaters unter die Nase gehalten hätte. Voll Teufel. Okay, können wir eins kaufen? Sag mal, Zerlinas, wie viel kostet denn eins deiner Twonha? Du willst einen treuen Freund an deiner Seite? Wie schön! Ja, bin ich nicht ein Netter? Was kostet es? Wirst du auch gut für es sorgen, als sei es ein Mitglied deiner Familie? Aber immer doch. Wie viel? Singst du ihm auch immer ein Schlaflied? Na klar, also wie viel? Und bereitest du ihm ein Bad, wenn es eins braucht? Du solltest wirklich mal eine von diesen 0190-Nummern anrufen und dir eine Verabredung verschaffen. Wirklich, Junge. Das verstehe ich nicht, Ulukai. Schon gut, Salinas. Wie viel? Ich werde dir einen meiner Freunde für wenige Zorkins überlassen. 280. Keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Aber jetzt werden wir mal eh keins kaufen. Vielleicht später. Danke, Salinas. Also jedenfalls wissen wir jetzt, dass das Mon vielleicht im Fee-Tempel ist. Also diesem riesigen Tempel da hinten oben. Aber mit diesem Narren sollten wir auch noch reden. Und, wer bist du? Ah, okay. Der kann für uns verschiedenste Talana lokalisieren. Weißt du, wo der Narren ist? Hast du Narren gesehen? Nein, diesen Mond nicht, Ulukai. Ich habe gehört, er sei sehr aufgebracht. Ich hoffe nur, dass die Krieger ihn nicht umgekehrt haben. Ah, nein, aber seinen Bruder, den Ilot, oder wie der geheißen hat. Ilot. Hast du Ilot gesehen? Ich glaube, er ist irgendwo nordwestlich von hier. Mhm. Jedenfalls sehe ich ihn hier nicht. Okay. Das ist urcool. Man kann hier quasi jede NPC, also die normalen, die nicht wirklich wichtigen Talaner, kann man hier befragen, wo denn andere sind. Und die zeigen einem das dann auch und so. Ja. Fühler. Weißt du, wo ich einen Fühler finde? Du suchst diesen Talaner dort. Diesen Talaner dort? Das ist ein Fühler? Moment, das war doch eine unserer Aufgaben, oder? Mit den Fühlern sprechen, ja. Na gut, dann machen wir das auch noch gleich. Du bist ein Fühler? Kommst du mal eine Sekunde her? Wie geht es dir? Endlich ist der Ulukai gekommen. Mein Vater wäre sehr stolz, mich mit dir zusammenzusehen. Wirklich? Ja, Ulukai. Wie ich war er ein Fühler. Ich heiße Klart und würde mich freuen, dir zu helfen. Super. Was ist ein Fühler, bitte? Kannst du mir sagen, was genau ein Fühler ist? Wir sind Elue-Talaner, die einfache Gegenstände nachbauen können, sobald wir sie mit unserem Phantasma untersucht haben. Elue ist Wasser. Wir arbeiten schon seit Tausenden von Monden für Feran und stellen Waffen für seine Krieger her. Ich hoffe, ihr macht das nicht freiwillig. Nein, nicht freiwillig, Ulukai. Um es dir zu beweisen, möchte ich dir im Namen aller Fühler unsere Hilfe anbieten. Du brauchst uns nur einige deiner heiligen Gegenstände zu zeigen, die deine Waffen mit Energie versorgen, und wir werden versuchen, sie für dich nachzubauen. Woher wisst ihr von ihnen? Alle Talaner kennen diese Gegenstände, Ulukai. Wir haben sie studiert und herausgefunden, dass wir einige davon mit Materialien von Adelpha nachbauen können. Wenn du mehr über uns Fühler wissen willst, solltest du dich in Okriana mit Yun unterhalten. Kannst du mir ein paar Waffen anfertigen? Tut mir leid, Ulukai. Die Waffen, die ich herstellen kann, werden mit dem Phantasma der Fee-Talaner betrieben. Du scheinst dieses Phantasma nicht zu besitzen und kannst diese Waffen deshalb nicht benutzen. Aber ich wünschte, ich könnte es für dich tun.
Was brauchst du, um Waffenenergie für mich herzustellen? Du musst mir nur ein Muster der Waffenenergie bringen, die du brauchst. Die anderen Fühler und ich werden dann wissen, welche Materialien nötig sind, um sie herzustellen. Ah, okay, also da kommt dann das Crafting oder so, wenn man so will. Stellst du her? Ah, HKP-12 Munition, das wäre doch praktisch. Kannst du das hier nachbauen? Ja, so etwas habe ich schon einmal gesehen, Ulukai. Bring mir diese Sachen, dann kann ich einen Behälter mit Energie herstellen. Ah, ein grünes Helidium und ein Metall. Das Metall kennen wir ja schon, das liegt ja überall rum. Metall. Wo kann ich Metall finden? Ja, gut. Du solltest größere Felsformationen danach absuchen. Meist findet man es dort. Mhm. Und... Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Das grüne Helidium, das sind die grünen Kristalle wahrscheinlich. Sag mal, wo kann ich grünes Helidium finden? Überall auf Adelpha Ulukai. Diese Kristalle wachsen wie Pflanzen aus dem Boden. Okay, ja. Dies anfertigen, da können wir ihm das in Auftrag geben. Aber ich weiß nicht, wie viel haben wir denn von dem Zeug jetzt gerade? 16 grünes Helidium und 14 Metall. Naja, dann können wir ja mal eins in Auftrag geben, nur mal um zu schauen, wie das so funktioniert. Einmal HKP-12 Munition mit allem und scharf, bitte. Wähle die Anzahl der Munitionskisten. Aha. Ach so, Munition ist da im Zeilenumbruch. Jetzt habe ich mich überhaupt nicht ausgekannt. On. ja, bitte 2 Stück, danke. Wird das reichen? Ja, damit kann ich das herstellen, worum du mich gebeten hast. Bitte gib mir etwas Zeit. Mhm. Okay, da muss man warten auch noch. Bist du schon fertig? Nein. Nein. Ich brauche noch etwas Zeit. Alles klar. Aber... Er wollte uns ja die Hilfe anbieten, da fragt man ihn noch. Wie könntest du mir noch behilflich sein? Du weißt doch, dass viele Regionen hier Feran mit verschiedenen Dingen beliefern, oder? Ja, ich habe davon gehört. Nun ja, wir Fühler können nicht nur Waffenenergie für dich herstellen, sondern wir haben da auch noch eine Idee. Und welche? Du kannst die Krieger, die dir den Weg zu den Mons versperren, schwächen, indem du die Stammesführer der Regionen dazu bringst, ihre Lieferung an die Krieger einzustellen. Wirklich? Danke für den Hinweis. Hier im Dorf ist zum Beispiel Ma dafür zuständig. Alle Talaner fürchten ihn, weil er nur ein Wort zu sagen braucht, um einen Talaner für immer verschwinden zu lassen. Aber Ma ist dumm und versteht nicht, welchen Schaden er anrichtet. Und was kann ich dabei tun? Wenn er einverstanden wäre, die Risi-Produktion einzustellen, würden ihm alle Talaner gehorchen. Aber zuerst musst du ihn und alle anderen davon überzeugen, dass du der wahre Ulukai bist. Alles klar. Bist du jetzt schon fertig, nachdem wir so viel geredet haben und du keine Zeit zum Arbeiten hattest? Bist du schon fertig? Das bin ich. Ha! Okay. Ja, super. Das macht er mit seinen Zehen, während wir nicht hinschauen. Er ist eben ein sehr, sehr skilliger Typ. Okay, das heißt, es ist einfach ein Timer, der dann abläuft. Wahrscheinlich je nachdem, wie viel man will, umso länger dauert das. Mir ist nur gerade aufgefallen, dass da noch so ein Schlüssel liegt. Können wir den auch einsammeln? Und da ist ein Schlüsselloch. Sollen wir das ausprobieren? Ich probiere das schnell aus. Ich hoffe, das zählt nicht als Einbruch. Oh. Das sind ja coole Sachen. AKP-12 Munition. Ja, wow, was ist denn da alles? F-Link. Erkläre ich euch gleich, was das ist. Was ist das? Ach, das ist wahrscheinlich Geld. Wenn das in so Kisten ist. Ja, dann braucht uns dieser Fühler aber lang keine Munition mehr machen, jetzt wo wir das gemacht haben. So. Ja, super. Ich schätze aber mal, also irgendwie fühle ich mich jetzt schlecht, dass wir da, das war jetzt zwar nicht wirklich das, was ich machen wollte, aber ja.
Wir können ja jetzt, Moment, jetzt fragen wir den Shamas Cap nochmal, ob uns jetzt irgendwer nicht mag, weil wir irgendwo eingebrochen sind. Das interessiert mich jetzt. Hey, Knirps, was denken die Talaner über mich? Man kann nicht sagen, ob sie dich mögen oder nicht. Mhm. Gut. Also dieses Lager haben wir jetzt geplündert. Ah ja, und ich wollte euch ja sagen, was das alles ist. Nein, nicht so. So, genau. Dieses UBIKOA, das, ich habe ja ins Handbuch auch geschaut, seit dem letzten Mal, das erzeugt so eine Art Hologramm von Cutter und das können wir dann auf einen Gegner anwenden und der folgt dann diesem Hologramm. Das heißt, damit können wir von uns ablenken. F-Links sind total praktisch. Das sind sozusagen die Fast-Travel-Lösung von dem Spiel. Da gibt es einen Empfänger und einen Sender und wenn man irgendwo hingeht, kann man dort da quasi die Base Station hinlegen und wenn man dann den anderen Teil benutzt, wird man zu dieser Base Station zurücktransportiert. Das heißt, wir können zum Beispiel jetzt hier im Dorf sowas hinlegen, dann zu dem E-Lot gehen und dann, indem wir das Ding benutzen, wieder zurückreisen. Ich weiß nur nicht, ob wir... Ah, oh ja, die können wir sicher öfter verwenden. Schatz, die haben nämlich unterschiedliche Symbole. Waagerechte Striche, senkrechte Striche und Viereck. Quadrat eigentlich. Sehr praktisch. Könnte man gleich mal versuchen hier. Ob das öfter geht. Probieren wir das mal. So. Wir gehen jetzt mal ganz weit weg. Hier. Und jetzt benutzen wir das nochmal. Nein, wir tun nicht hinlegen, Cutter. Wir benutzen das, habe ich gesagt. So. Genau. Ah ja, ihr seht jetzt eh. Die zwei haben noch dieses Dreieck im Symbol und das nicht mehr. Und wenn wir das jetzt benutzen, kommen wir wieder zurück. Genau. Und wenn wir jetzt wieder ins Inventar schauen, sind die wieder da. Das ist ja super. Dann nehmen wir gleich mal das Viereck. Weil Viereck, da können wir uns irgendwie vorstellen, das sind die Grenzen der Stadt oder so. Und das legen wir mal daher. Und wenn wir uns dann später auf die Reise machen, merken wir uns einfach Viereck. Mit Viereck kommen wir wieder zurück. Das geht schnell. Medizinische Ausrüstung geordnet. So. Aber was haben wir jetzt noch gelernt? Genau. Der Fühler da. Wie heißt der eigentlich? Der hat uns, glaube ich, den Namen nie gesagt, oder? Der hat uns gesagt, es gibt da den Mar, das ist der Stammesführer, der kontrolliert hier quasi die Lieferungen von dem Risi, also von dem Lebensmittel an die Kroax-Armee. Und der ist aber dumm. Und wenn wir den irgendwie überzeugen könnten, die Lieferungen einzustellen, da ist ja Geld. Können wir da jetzt auch den Schlüssel benutzen? Ist das alles rechtens, was ich da tue? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das da noch alles geht. Also, okay, das funktioniert nicht, Gott sei Dank. Weil ich kriege jetzt langsam wirklich ein schlechtes Gewissen. Bei dem Spiel funktionieren die Sachen nämlich ein bisschen anders. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier einfach stehlen und plündern darf, nur weil irgendwas umliegt. Aber gut, da haben wir die Twon Haas mit Sattel und Ausrüstung und so, cool. Und wieder instabile organische Energie. Ah, und der hat so eine Tafel, das ist wahrscheinlich der Mar, nehme ich an, der überwacht da alles. Reden wir mal mit ihm. Hallo. Sei gegrüßt, Ululo. Wie geht es dir diesen Mond? Okay. Das heißt Ulukai, oder? Hab ich doch gesagt, oder? Na gut. Ma weiß, was er sagt. Ma ist Stammesführer aller Shamazar. Okay, das ist wirklich keine Leuchte. Na gut, fragen wir mal über Shamazar. Was kannst du mir über Shamazar sagen? Shamazar ist die beste aller Regionen von Adelpha, weil Mar hier die Verantwortung hat. Und wer hat gesagt, dass du hier zuständig bist?
Quax. Ich denke immer, dass Quax ein gemeiner Talaner war. Aber er mich einen Mond besucht und mich gefragt, ob ich nicht alle Shamazar anführen möchte. Also mache ich das. Er ist gut, oder? Ich weiß nicht. Ich frage mich, warum er dich gewählt hat. Weil Ma der Klügste von allen ist, Ulubi. Na klar, das muss der Grund sein. Er sagt auch, dass ich, wie sagt er noch gleich, nicht in der Lage sei, einen Aufstand zu machen, was das auch immer sein soll. Klingt nach der ausgebufften Denkweise, die schon andere Fanatiker angewendet haben. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also, was machst du so? Ich zähle das Risi und sage Freund Quax, wie viele Arbeiter ihre Arbeit mit dem Risi zum Ende des Mondes nicht geschafft haben. Oh Gott. Und was passiert mit diesen Arbeitern? Ich denke, sie holen sie, um mit ihnen irgendwo zu reden oder so. Sie kommen nie zurück, müssen also eine andere Arbeit bekommen haben. Ja, die schauen sich wahrscheinlich die Radieschen von unten an. Glaubst du, dass es eine gute Arbeit ist? Vielleicht sollte ich es auch einmal versuchen. Das ist ja ziemlich düster eigentlich, was da passiert. Ja. Was kannst du mir über das Risi in dieser Gegend erzählen? Das ganze Risi bekommen die Krieger. Wir behalten etwas für uns. Aber Freund Quack sagt, dass zu viel Risi-Arbeiter langsam macht. Mhm. Ich schätze mal, das betrifft nicht die Krieger, oder? Ja. Was? Vergiss es. Wenn die Krieger nicht jeden Mond Risi von uns bekommen, wird Freund Quack böse und die Krieger schwach. Das kann ich nicht zulassen. Wir brauchen die Krieger zum Schutz. Schutz wovor? Vor irgendwas. Ich weiß auch nicht was. Gibt es irgendetwas Nützliches, das du mir über die Krieger sagen könntest? Sie beschützen uns vor irgendwas. Wovor? Ich weiß es nicht, aber egal was, sie brauchen jede Menge Risi, um es zu tun. Wenn sie kein Risi bekommen, werden sie sehr schwach. So, also da können wir jetzt mit ihm darüber reden, ob wir die Risi-Produktion stoppen. Aber das wird er sicher nicht wollen. Wir können hier einen Bericht über die Ressourcen bekommen. Da geht es dann wahrscheinlich um alles, was wir so verändern können. Weißt du, wie es um die Nahrungsreserven von Feran steht? Krieger sind stark. Ich mag keine starken Krieger. Wie sieht's mit den Waffen der Krieger aus? Die Waffen der Krieger sind sehr gut. Wie steht es um die Moral der Krieger? Was ist Moral? Okay. Was müssen wir tun, um die Produktion zu stoppen? Gibt es einen Weg, dich dazu zu bringen, die Risi-Produktion zu stoppen? Nein, ich glaube nicht, dass andere Talaner ihrem Stammesführer Ma dazu folgen werden. Warum? Alle flüstern davon, dass sie den Phantasmastein wieder an seinem Platz sehen wollen. Ich habe Stein noch nie gesehen. Ma möchte schönen Stein auch sehen. Alles klar. Das heißt, das ist jetzt sozusagen unser Quest. Wenn wir den Phantasmastein finden, was auch immer das ist, dann haben wir bei ihm einen Stein im Brett, wortwörtlich, und können ihn dann vielleicht bitten, die Produktion zu stoppen. Wer kann mir etwas über diesen Phantasmastein sagen? Sprich mit Ceo darüber. Ceo, okay. Den habe ich vorher schon gesehen in der Liste an Talanen, die man irgendwie, nach denen man fragen kann. Da, genau. Ich bin auf der Suche nach Ceo. Er ist bei der Phantasma-Quelle. Geh vom Fee-Tempel aus weit nach Nordosten. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt überhaupt einmal irgendwie an diesem Tempel vorbei in den Norden, weil da ist dieser Ilot, der Bruder von dem Narren. Und der kann uns dann mehr verraten, vielleicht über den Verbleib von seinem Bruder. Und außerdem können wir den Ceo dann sprechen und über diesen Phantasma-Stein mehr erfahren. Aber das Komische ist irgendwie, es wimmelt ja überall von Wachen, oder? Irgendwie kommt mir vor, wir sind aber noch nicht ganz bereit für diesen großen Sprung ins kalte Wasser, uns da wirklich mit diesen Typen schon ein Scharmützel und sowas zu liefern. Vielleicht machen wir doch mal... Ah, cool. Vielleicht machen wir noch mal kurz eine Runde, schauen, ob wir da noch irgendjemanden entdecken können, der vielleicht auch noch was zu sagen hat. Oder, nein, wir machen es anders. Ich frage mal den Typen nochmal,
Und wir schauen mal, ob wir wissen, wer eigentlich jeder, wer welcher Talaner ist. Zalinas war dieser Züchter, den kennen wir schon. Zepp oder Cap, das ist dieser Shamas. Zeo ist im Nordosten, den suchen wir. Ilot ist auch irgendwo im Norden oder Nordosten, den suchen wir auch. Narn ist verschwunden. Mar ist dieser Stammesführer, der da eigentlich nur der Dumme ist, der den Drecksjob erledigt, ohne dass er es checkt. Und wer ist Klaat? Hast du Klaat hier irgendwo gesehen? Der dort, da drüben, Ulukai. Ah, Klaat. Ach ja, das war ja der Typ, das war der Fühler. Und jetzt habe ich gerade... Bist du der Klaat? Das ist, glaube ich, der Klaat. Ja, der hat uns... Der hat sich hier uns ja vorgestellt vorher. Das habe ich schon wieder vergessen gehabt. Okay, wir tun da wieder dieses Ding hin. Und dann können wir später mit schnell zur Stadt zurückreisen. Zum Dorf, besser gesagt. Gut, das heißt, wir kennen eigentlich schon alle wichtigen Talaner hier. Wir könnten dann noch ein bisschen mehr Info einholen über verschiedenste Dinge. Was denkt denn so ein Bauer über den Fee-Tempel? Denkt er, wir können da schon hin oder nicht? Entschuldigung, Kumpel. Was weißt du über den Fee-Tempel? Es ist ein großer Tempel, der ganz von Wasser umgeben ist. Feran hat ihn so gebaut, dass er das Zentrum von Shamasar bildet. In seinem Inneren beherbergt er viele Krieger. Ja, das wissen wir auch schon eigentlich. Aber Phantasmastein, wir wissen noch nicht, was das eigentlich ist. Komm, erzähl uns mal. Hast du von dem Phantasmastein gehört? Ja, Ulukai. Darauf hat schon der erste Talaner gestanden. Ich wünschte, er wäre wieder da, damit ich ihn wieder benutzen könnte, wenn ich konvertiert werde. Ah, konvertiert? Na, Org, was da alles passiert, hey. Was denkst du über Mar? Was kannst du mir über Mar sagen? Er ist ein furchtbar dummer, aber auch sehr gefährlicher Talaner. Hm. Mar scheint das nicht zu erkennen, aber jedes Mal, wenn er glaubt, Kroax zu helfen, schadet er damit den anderen Talanern. Ja. Und die Krieger? Kannst du mir Näheres über die Krieger sagen? Sie patrouillieren regelmäßig auf den Feldern und viele bewachen die Risi-Lagerhäuser, die man überall auf Shamasar findet. Aber die meisten von ihnen sind ohne Zweifel im Fee-Tempel. Okay, das war also so ein Risi-Lagerhaus, glaube ich, in das wir da vorher eingebrochen sind und uns so viel Zeug geschnappt haben. Khazar, zu dem wollte ich noch gern was wissen. Das ist dieser Typ, der diese Prophezeiung gemacht hat. Von dem haben wir noch nicht wirklich viel erfahren. Weißt du etwas über Khazar? Er war ein großartiges Wesen. Sein Wissen und seine Güte bescherten uns Talanern tausende von glücklichen Monden. Okay. Also der Typ scheint mir sehr vernünftig zu sein. Den frage ich gern noch nach anderen Dingen. Kannst du mir irgendetwas über Kroax erzählen? Er ist der Grund dafür, dass wir alle hier auf Adelpha leiden müssen. Manchmal kann man ihn im Fee-Tempel dabei beobachten, wie er seine Krieger herumkommandiert. Aber seit deiner Ankunft habe ich ihn nicht mehr gesehen, Ulukai. Gut. Risi? Erzählst du mir etwas über das Risi? Wir bauen es für die Krieger von Kroax an. Sie essen so viel davon, dass kaum noch etwas für die anderen Talaner übrig bleibt. Ja, das kennt man. Erzähl mir etwas über Feran. Sein Name steht für Kummer und Leid. Er scheint sich an den Qualen anderer zu erfreuen. Hoffentlich kannst du ihn besiegen. Okay. Dann haben wir da jetzt eigentlich alles gefragt. Und wisst ihr was? Wir werden es jetzt einfach mal versuchen, so als kleine Kür zu dieser Episode, wo es mal darum ging, so die ersten Bearings zu kriegen, wie man so schön sagt. Wir mal schauen, ob wir da diesen Typen auflauen können. Oh, die haben uns schon gesehen jetzt, oder wie? Schwache Energiequelle geortet. Hat der uns gesehen? Nein. Oh, wir haben schon 337 Schuss. Na, das ist ja einiges. Ja, aber Zalinas, du solltest jetzt nicht unbedingt da rumlaufen. Ich habe da gerade vor, einen Ambush zu machen. Okay, oh. Oh Gott. Tu mir da nicht meinen Freund da jetzt. Ah.
So da. Geschafft. Aber ich glaube fast, die Weißen... Ja, die Weißen... das weiße Gewand hier heißt irgendwie, das ist so die... Die Nubi-Abteilung. Was sind diese großen Dinger eigentlich? Die, da haben wir auch schon einiges. UZASH-Munition, ja. Was ist das? Dynamit. Sehr praktisch. Schauen wir mal. Dynamit, ja. Und... Da steht noch nicht, wie viel Munition wir haben. Mhm. Okay, da ist auch ein... Da ist ein Daoka. Das führt dann aber woanders hin. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Ja, wir sehen, das führt nach Talansar. Seht ihr das Symbol in der Mitte? Die große, die Insel in der Mitte, die hat dieses Symbol. Und wenn wir uns da das Symbol auf dem Daoka anschauen, sehen wir, das führt nach Talansar. Aber wir sollen ja noch nicht unbedingt in eine andere Region, schätze ich mal. Sondern wir werden das nächste Mal einfach jetzt wo wir wissen, dass wir zumindest grundsätzlich mit diesen Kriegern, zumindest mit den Weißen ganz gut umgehen können, einmal gen Norden reisen. Vielleicht mit einem Twon H. Sehen wir, wie viel Geld wir haben. 180, das geht sich nicht aus. Okay, dann werden wir zu Fuß gehen. Und dann mal schauen, ob wir was zu diesem Phantasmastein in Erfahrung bringen können. Und ja, ob wir den Ilot finden können und so weiter. Gibt jedenfalls noch eine Menge zu entdecken. Wir sind gerade erst angekommen. Aber haben jetzt schon mal so diesen ersten Überblick heute uns geschafft. Da sind schon Krieger da hinten. Einer mit weißem Shirt. Moment, ich schau kurz. Nein, der hat kein weißes Shirt. Das ist schon einer von den Stärkeren. Gut, das werden wir das nächste Mal dann in Erfahrung bringen. Oh, jetzt hätte ich geglaubt, das sind alles Krieger, aber Gott sei Dank, das sind alles Arbeiter. Hey, aber da war noch einer mit einem Stein. Da war noch einer mit so einer Liste. Vielleicht können wir mit dem noch reden. Da scheinen mir jetzt nicht so viele Wachen zu sein. Da drüben ist einer. Da drüben sind welche. Wir schauen mal noch kurz, wer das ist. Wie geht's? Ulukai, ich habe schon gehört, dass du in Shamasar bist. Ich gehöre zu den Dolotai-Wächtern. Oh, behalte das bitte super. Für ein Jedi-Ritter. Sehr gut. Deswegen als Risizähler für Kroax, damit wir erfahren, wie es um seine Vorräte steht. Kannst du mir etwas mehr über das Risi sagen? Das Risi dient als Nahrung für Kroaks Krieger. Feyran hat ein Gesetz erlassen, das die Krieger bei der Nahrungszuteilung vor allen anderen Talanern bevorzugt. Klingt nicht besonders fair. Das ist es auch nicht. Die Krieger essen das ganze Risi, das wir für sie anbauen. Wenn sie es nicht regelmäßig bekommen, werden sie schwach und verwundbar. Warum stellt ihr die Lieferung dann nicht einfach ein? Es ist schwer, alle davon zu überzeugen. Kroax hat Mar zu unserem Stammesführer gemacht. Er ist ziemlich dumm, aber sehr loyal. Alle haben Angst vor ihm. Ja, alles klar. Ja, wissen wir zwar eh schon alles, aber das hören wir uns auch noch schnell an. Könnt ihr nichts gegen Mar unternehmen? Nein, Ulukai. Talaner gehen niemals den Weg der Gewalt. Mar weiß nicht, dass die Talaner ihn beinahe noch mehr fürchten als Feyran. Ein Wort von ihm und die meisten Talaner würden schon nächsten Mond umgekehrt werden. Warum hat Kroax ausgerechnet ihn ausgewählt, wenn er so dumm ist? Weil er ihn leicht unter Kontrolle halten kann und sicher ist, dass sich Mar nie gegen ihn auflehnen würde. Aber auf dich wird Mar vielleicht hören. Einer der Shamas versucht sein Vertrauen zu gewinnen und erzählt ihm von deinen Heldentaten. Warum sollte ich mit ihm reden? Die Talaner werden dich in deinem Kampf gegen Feyran nicht unterstützen, bis sie sicher sein können, dass Mar sie nicht verraten wird. Alle Talaner müssen wie ein Mann sein, oder keiner wird Widerstand leisten, da sie anderen Talanern keinen Schaden zufügen wollen. Hm, alles klar. Gut. Man sieht halt hier auch, sie versuchen halt schon die Infos möglichst breit zu streuen, ja, also damit man schon ein bisschen mitbekommt, was hier eigentlich los ist, egal ob man jetzt diesen super wichtigen Talaner gerade gefunden hat oder nicht, damit halt jeder so ein bisschen weiß, was los ist. Gut,
Ah, da hinten sehen wir wieder so ein Lagerhaus. Na gut, jetzt geht's mal besser. Jetzt weiß ich, glaube ich, mittlerweile, dass diese Lagerhäuser einfach nur von den Wachen und von Kroaks quasi bewacht werden und ihnen gehören. Das heißt, wir haben der ganzen Sache schon etwas Gutes getan, indem wir uns bereichert haben in der anderen Halle. Super. Dann werden wir das nächste Mal den Weg nach Norden antreten und wahrscheinlich es mit einigen wesentlich besser ausgerüsteten Wachen noch zu tun bekommen. Und dann schauen wir, dass wir Mar auf unsere Seite bringen können oder ihn irgendwie beseitigen oder keine Ahnung, irgendwie. Oh, da sieht uns einer, glaube ich. Ich sollte für meine Abmoderation lieber da runtergehen. Aber ja, es ist eh alles gesagt. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir kennen uns jetzt alle ein bisschen besser aus und werden die Mission das nächste Mal wieder in Angriff nehmen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Und wie immer beenden wir die Folge mit unserem lieben Gamsaf.